Neben mir steht Jörg Bitzer, der Sprecher der Marktbeschicker in Tübingen. Die Einrichtung ist relativ jung, das gab es nicht immer. Und als Schnittstelle zwischen Verwaltung, für die ich spreche, und den Marktbeschickern ist das eine ganz wichtige Einrichtung. Wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen der Pandemie erstmal erklären müssen, wie verbreitern wir den Markt. Wir haben einen zweiten Markt, den Holzmarkt, hinzugenommen, damit wir Abstand zwischen die Stände bekommen konnten. Das war wichtig. Dadurch konnte das Geschäft immer weitergeführt werden. Und wir haben jetzt gerade erst wieder mehrere Sitzungen gehabt, um zu klären, wie machen wir im Normalmodus weiter, wie engagieren wir die Flächen neu. Die Gastronomie hat mehr Fläche als früher. Wo kann der Markt dann sein? Können wir ihn wieder zusammennehmen? Welcher Stand kommt wohin? Das alles ist sehr viel leichter zu besprechen, wenn man jemanden hat, der für die Marktbesprecherseite sprechen kann. Das macht der Jörg Bitzer ruhig, gelassen, kompetent und souverän. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn haben und bedanke mich an der Stelle auch einfach für die Zusammenarbeit. Gerne. Ich mache diese Aufgabe seit 3 Jahren. Freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, mit dem Oberbürgermeister, mit der Verwaltung, mit den Marktmeistern. Es gibt natürlich manchmal Reibungspunkte, aber das gehört im Leben dazu. Es ist eine sehr aufwendige Arbeit, wo ich gern mehr Möglichkeiten hätte zeitlich, weil ich allein als Marktbeschicker die Aufgabe wahrnehme. Ich habe zum Beispiel jetzt die Idee gehabt, beim Spitzengespräch mit dem Herrn Palmer ein bisschen mehr Kunst und Kultur auf den Wochenmarkt zu integrieren. Dann gibt es jetzt zum Beispiel die Frage, das ist auch noch die Frage an Sie, Herr Palmer, wenn der Wochenmarkt am Samstag, am 11. Juni wieder runterkommt an Jakobismarkt, wünsche ich mir ein Banner oben, wo drauf steht, Wochenmarkt samstags wieder unter der Jakobuskirche. Also zur Orientierung auch für die Touristen und für natürlich für die Einheimischen. Also jedenfalls brauchen wir irgendeine Art Information. Genau. Sie sehen, so laufen die Absprachen, kurz und schnell. Genau, ja.